Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt eine Sache, die im Moment den größten Teil meiner Zeit in Anspruch nimmt, und zwar ist das meine Bachelorarbeit. Ich bin gerade im letzten Semester, habe noch eine Klausur vor mir, ich habe noch eine mündliche Prüfung vor mir, ich habe noch diverse schriftliche Abgaben zusätzlich zur Bachelorarbeit noch vor mir. Im heutigen Video möchte ich mit euch meine Tipps teilen, von der Vorbereitung über die These bis zum Exposé und bis zur Recherche. Das ist dann der erste Teil dieser kleinen Bachelor with Me-Reihe und ich hoffe, ich kann euch mit meinen Erfahrungen weiterhelfen. Ich hätte mir den Stift hier nicht hinlegen sollen, ich will die ganze Zeit damit rumspielen. Der allererste Punkt ist die Vorbereitung. Bevor nämlich irgendwas passiert, bevor ihr irgendwas anfangt, schreibt euch erstmal alle Deadlines auf, die ihr habt. Am besten alles auf einen Zettel, weil bei uns war das so, wir haben eine Bachelor-Bibel bekommen, wo einfach die wichtigsten Daten schon drin standen, auch die wichtigsten Regeln von unserer Uni. Aber trotzdem bekommt man noch in diversen Mails verschiedene Daten und verschiedene Deadlines und das schreibt ihr euch alles auf ein Blatt, damit ihr immer die Übersicht behaltet. Und weil ich eben schon das mit den Regeln gesagt habe, das ist super wichtig hier auch in dem Video, dass natürlich jede Hochschule und jede Uni ihre eigenen Regeln haben. Und ich kann euch jetzt von meinen Erfahrungen berichten, aber ihr müsst natürlich auch immer gucken, was eure Uni da vorgibt. Ich zum Beispiel studiere ja Film und das ist, glaube ich, nochmal relativ anders, weil wir zum theoretischen Teil auch noch einen praktischen Teil haben, der dann zum Beispiel ein Bachelorfilm oder ähnliche Projekte sind. Aus dem Grund ist der Umfang unserer theoretischen Arbeit auch viel kleiner als bei den meisten Unis. Da kann ich aber auf jeden Fall als zusätzlichen Tipp sagen, ihr solltet nicht nur die Deadlines von der Uni euch aufschreiben, sondern auch eure eigenen Deadlines, also zum Beispiel, wann ihr das erste Mal in der Bibliothek gewesen sein wollt oder wann ihr auf jeden Fall so die erste Idee zu einem Thema haben wollt, dass ihr euch da auch ein paar Deadlines setzt und euch so eure eigenen Ziele ein bisschen noch dazu setzt. Dann kommen wir auch schon zum großen zweiten Punkt und das ist die Themenfindung. Ihr müsst ein Thema finden, das euch interessiert und auch motiviert, da wirklich eine ganze Arbeit drüber zu schreiben. Und es sollte ja am besten auch noch mit eurem Studiengang zusammenhängen. Was ich hier jetzt auch mit Thema meine, ich meine noch nicht die These und ich meine auch nicht die wesentlichen Fragestellungen. Ich meine wirklich nur, was ist so der grobe Inhalt? Worüber könnte ich schreiben? Wenn ihr jetzt also noch nicht im letzten Semester sein solltet, kann ich euch nur den Tipp geben, wenn ihr irgendwann mal eine Idee habt, auch im ersten Semester, wenn ihr im dritten Semester seid, wenn ihr irgendwo noch vor dem letzten Semester seid und irgendwie mal eine Idee habt, schreibt sie euch auf. Weil sonst vergesst ihr die und vielleicht kann man daraus ja was machen. Ich habe das genauso gemacht und ich habe meine Ideen immer aufgeschrieben. Ich habe aber im Endeffekt keine davon genommen. Hätte aber passieren können, habe ich aber nicht. Also wie bin ich auf mein Thema gekommen? Ich studiere ja Film, aber ich studiere den Schwerpunkt Social Media und da bin ich eines Tages einfach auf Instagram unterwegs gewesen. Und da ist mir bei einem bestimmten Account aufgefallen, dass sich im letzten Jahr total die Tonalität geändert hat. Ich habe mir da zuerst nichts bei gedacht, aber als ich dann so ein bisschen tiefer gegraben habe und ein bisschen Sachen analysiert habe, ist mir auch gefallen, dass sich die Reichweite durch diese Änderung immens verbessert hat. Das ist mir also schon aufgefallen. Das habe ich so ein bisschen im Hinterkopf behalten und auch nochmal aufgeschrieben. Aber wirklich nur so einen halben Satz, einfach, dass ich das nicht vergesse. Als wir dann im Unterricht saßen und jeder sollte so seine Idee pitchen, hatte ich das immer noch im Gedächtnis. Und plötzlich ist mir so ein Name dafür eingefallen, wie dieses Prinzip genannt werden könnte. Und ich habe das so im Social Media Bereich noch gar nicht richtig gehört. Und bei mir hat es dann irgendwie Klick gemacht. Und ich wusste, worüber ich meine Arbeit schreiben wollte, kurz bevor ich meine Idee dann pitchen musste. Und dieser Druck hat mir irgendwie geholfen. Und aus dem Grund habe ich folgende Tipps für euch, wenn ihr noch nicht ganz genau wisst, worüber ihr schreiben wollt. Je nachdem, was ihr studiert, schaut euch in dem Bereich um. Gibt es irgendwas, das euch interessiert, wo ihr vielleicht auch einfach mehr Vorwissen habt als andere? Verbringt ein bisschen in eurer Freizeit mit dem Thema und versucht euch da so ein bisschen Inspiration einfach zu holen. Wenn ihr zum Beispiel jemand seid, der gar keine Fachmagazine lest, dann holt euch vielleicht mal sowas und schaut dann, blättert da mal ein bisschen durch und vielleicht inspiriert euch da ja irgendwas. Außerdem, und das werden einige von euch vielleicht nicht gerne hören, geht zum Unterricht. Ding! Wäre ich dann nämlich an dem einen Tag nicht in die Uni gegangen, hätte es auch nicht direkt Klick gemacht und wer weiß, wie lange ich dann noch ohne Thema da gestanden hätte. Es hat dann auch nur noch ein paar Tage gedauert, bis ich so meine erste These aufgeschrieben habe. Und da kommen wir auch schon direkt zu Punkt Nummer 3, und zwar ist das die These finden. Wenn ihr jetzt also vor eurer Bachelorarbeit steht und das Thema ungefähr habt, aber noch keine These, gibt es folgende Möglichkeiten. Fragt euren Dozenten, und zwar rechtzeitig. Do it. Wir sollten mindestens 3-mal vor Abgabe des Exposés bei unserem Dozenten gewesen sein, um einfach das Thema und die These und die Fragestellung durchzusprechen. Und je nachdem wird der Dozent euch dann auch darin unterstützen, eure These zu finden und zu formulieren. Nein, ich wollte fragen, ob ich jetzt einfach sagen kann, dass ich habe, das ergibt keinen Sinn, was hier steht, ne? Ich hoffe, das fällt dir auf. Er wird sie euch nicht auf dem Silbertablett servieren, aber mit Sicherheit ein paar Hinweise geben.
ich kenne einfach so viele, die bis zum letzten Moment gewartet haben und dann auch Sachen geändert haben und dann auch keinen Termin mehr bekommen haben, beziehungsweise sehr lange auf ihre Termine warten mussten. Und so habt ihr einfach auch den Druck nicht. Natürlich kann man auch immer noch nach anderen Thesen googeln, also einfach mal schauen, wie andere Thesen so formuliert sind und so versuchen, seine eigene daran anzupassen. Was aber auch möglich ist, wenn ihr zum Beispiel was sehr Spezifisches studiert, dass ihr einfach mal nach Bachelorarbeiten guckt von den Jahrgängen über euch. Mal schaut, wie deren Thesen so aufgebaut sind. Da kann man sich nämlich dann auch immer gute Inspiration holen. Und unser nächster Punkt war dann, das Exposé abzugeben. Also Punkt Nummer 4, Exposé. Im Exposé wurde bei uns dann festgelegt, der Arbeitstitel, die These, die wesentlichen Fragestellungen, die geplante Vorgehensweise, die Gliederung und ein Teil des Quellenverzeichnisses. Hier müsst ihr natürlich schauen, was eure Uni euch vorgibt. Und durch die Vorarbeit hatte ich dann jetzt schon mein Thema, meine These und ein paar der wesentlichen Fragestellungen. Wie kommt man denn so zu Fragestellungen? Ihr müsst euch einfach überlegen, was möchte ich weitergeben? Was soll durch meine Arbeit gelernt werden? Wenn das jemand liest, was soll er davon haben? Welche Fragen werden beantwortet? Außer der Hauptfrage. Was wird noch beantwortet? Schreibt euch auch gerne erstmal die Fragen ganz grob auf und verfeinert sie dann immer weiter, umso mehr ihr im Thema drin seid. Dann mussten wir auch angeben, wie wir unsere Vorgehensweise planen. Und da gibt es auch unfassbar viele unterschiedliche Arten. Jeder gibt Literaturrecherche an, weil man ja immer aus irgendwelchen Büchern oder wissenschaftlichen Artikeln zitieren wird. Das sollte aber am allerbesten nicht eure einzige Quelle sein. Bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich noch versuchen werde, ein Experteninterview zu führen. Ich befrage also eine Person, die sich mit dem Thema auskennt und eine wissenschaftlich fundierte Meinung hat und kann dann im Anschluss aus meinem eigenen Interview zitieren, was auch eigentlich ganz cool ist. Auf das Interview komme ich aber gleich nochmal ganz kurz zurück. Das nächste, was ja dann im Exposé stehen musste, ist die Gliederung. Die Gliederung mussten wir wirklich schon vorher festlegen und das ist auch immer unterschiedlich. Bei uns war die verbindlich. Das bedeutet für uns auch, dass wir mit dem Schreiben der Arbeit erst anfangen können, nachdem wir jede einzelne Überschrift vorher schon aufgeschrieben haben. Und das ist, wie gesagt, unterschiedlich. Das kann bei eurer Uni der Fall sein, das kann aber auch sein, dass es nicht so verbindlich ist. Wir müssen also das Exposé abgeben und dürfen jetzt höchstens 10% von diesem Exposé abweichen. Was bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel 10 Überschriften hätte, 10 verschiedene einzelne Überschriften, dürfte ich nur eine Überschrift etwas abändern. Ich habe also Überschriften gewählt, die ziemlich genau auf bestimmte Aspekte eingehen, die ich analysieren möchte, die aber trotzdem so vage sind, dass ich theoretisch noch andere Sachen hinschreiben könnte. Um jetzt nämlich dann nochmal auf das Interview zurückzukommen, es kann natürlich passieren, dass das Interview total schlecht wird und dass ich nicht die richtigen Fragen habe und dass ich nicht das rausbekomme, was ich will oder dass das Interview gar nicht stattfindet jetzt in der Zeit, dass ich das nicht schaffe oder dass mein geplanter Interviewpartner auf einmal keine Zeit mehr hat. Aus dem Grund habe ich dann eine der Überschriften nicht zum Beispiel Interview mit dem Experten genannt, weil dann wüsste ich nicht mehr, was ich da hinschreiben könnte, sondern bei mir heißt das Übernahme des Prinzips, das Prinzip, das ich selbst analysiert habe, wo ich dann aus dem hoffentlich entstehenden Interview zitieren kann. Ich könnte aber bei Übernahme des Prinzips auch über was anderes sprechen. Darüber, dass ich zum Beispiel gesehen habe, dass dieses Prinzip nicht nur bei dem einen Instagram-Account der Fall ist, sondern dass das zum Beispiel noch bei verschiedenen Webseiten der Fall ist oder bei anderen Social-Media-Accounts. Das mit den Überschriften ist natürlich jetzt nur besonders wichtig bei uns, dadurch, dass das so verbindlich ist und da müsst ihr, wie gesagt, bei euch schauen. Auf dem Exposé, der letzte Punkt, den ich aber jetzt in einen neuen, fünften Punkt umwandle, und zwar Quellenverzeichnis, ist auch gleichzeitig verbunden mit dem Thema Recherche. Wir mussten jetzt in unserem Exposé 5 Quellen angeben, die wir auf jeden Fall zitieren werden. Wir dürfen bzw. sollten natürlich mehr als das. Und wie kommt man jetzt an diese Quellen? Und da ist natürlich der allergrößte Punkt, den ihr wahrscheinlich auch kennt, Bibliotheken. Zum einen haben natürlich die meisten Unis und Hochschulen ihre eigenen Bibliotheken, so auch unsere. Bei uns ist es aber so, dass man die meisten Bücher auch ausleihen kann. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn alle Filmstudenten auf einmal ihre Arbeit haben und aus bestimmten Filmbüchern zitieren möchten, dass die dann nicht mehr da sind. Und wenn man dann nämlich zu spät anfängt, damit die Bücher auszuleihen, dann sind die halt weg. Also gibt es hier 2 Möglichkeiten. Entweder ihr seid einfach früh dran und seid die Ersten, die diese Bücher ausleihen. Oder ihr schaut einfach, was Pflichtbestand ist. Also bei uns ist es so, dass man bestimmte Bücher gar nicht ausleihen darf. Und wenn ihr dann aus denen zitieren wollt, dann seid ihr euch auf jeden Fall sicher, dass die in der Bibliothek sind. Es kann natürlich sein, dass die dann jemand anders gerade benutzt, aber die sind auf jeden Fall nicht 3 Wochen am Stück einfach weg. Ihr könnt natürlich auch in andere Bibliotheken gehen. Ich war in Köln zum Beispiel in der KHM und da darf man gar keine Bücher ausleihen. So hast du eigentlich immer die Chance, dass du dein Buch bekommst, dass das irgendwo da ist. Es kann natürlich auch da sein, dass das gerade jemand hat, aber das wird dann auch mindestens an dem Tag wieder da stehen irgendwann. Da habt ihr außerdem die Möglichkeit, am Computer direkt nach bestimmten Themen und Text zu suchen. Natürlich ist auch das Internet eine gute Quelle, wenn man es richtig macht. Und ihr habt wahrscheinlich von überall schon gehört, von jedem Prof, von jedem Dozenten, von jedem Kommilitonen, dass man nicht von Wikipedia
zitieren sollte. Aber ein kleiner Tipp am Rande. Wikipedia ist relativ gut darin, das eigene Quellenverzeichnis zu aktualisieren bei den verschiedenen Beiträgen. Wenn euch also wirklich etwas interessiert und ihr findet das nur auf Wikipedia, dann schaut einfach mal nach ganz unten, scrollt nach ganz unten, da habt ihr das Quellenverzeichnis, die verschiedenen Quellen. Und da könnt ihr schauen, ob da nicht vielleicht irgendwo ein wissenschaftlicher Artikel mit dabei ist, aus dem ihr dann zitieren könnt. Wenn ihr Glück habt, ist da was Gutes dabei. Außerdem könnt ihr auf Google einfach auch mal wissenschaftliche Artikel eingeben. Dann kommt ihr zu einer bestimmten Google-Seite, die heißt Scholar Google. Und dort könnt ihr dann wirklich sehr gute wissenschaftliche Artikel finden, aus denen ihr dann meistens auch zitieren dürft. Ihr müsst natürlich auch immer noch schauen, ob das wirklich, wirklich eine gute Quelle ist, aber meistens ist es okay. Ich habe jetzt schon vor ein paar Wochen mein Exposé abgegeben, bin jetzt also gerade im Moment wirklich im schriftlichen Teil meiner Bachelorarbeit. Ich schreibe sie jetzt gerade. Manchmal kommen einem die besten Ideen nachts. Und dann ist das so, dass man halt auch einfach mal um 3:30 noch seine Bachelorarbeit schreibt. Wie ich das mache und wie ich da aber vorankomme, das kommt dann im zweiten Teil meiner Bachelor with Me-Reihe. Bevor ich Film studiert habe, wollte ich eigentlich was anderes studieren, bin da aber beim Aufnahmetest kläglich gescheitert. Wie das ablief, könnt ihr hier oben einmal in diesem Video anschauen. Und auch hier unten findet ihr ein weiteres Video, das euch gefallen könnte. Vergesst außerdem nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Hier kommt jede Woche ein neues Video online und auch der zweite Teil dieser Bachelor with Me-Reihe. Dankeschön fürs Zusehen, ich hab euch lieb und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!